Und dann würden wir schaufeln, was das Zeug hält. So. Und wie immer von oben nach unten. So, du kannst weg. Dann kommst du hier weg. Und es ist schon wieder Nacht. Deswegen gehen wir wieder ins Bettchen. So. Gute Nacht. Guten Morgen. So, okay, also wir düsen wieder zurück. Der Hunger funktioniert nicht so richtig, finde ich irgendwie. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und die Pfeile funktionieren scheinbar auch nicht so richtig, habe ich gerade festgestellt. So, so. Aber eigentlich kann man das wirklich so lassen. Und dann halt wirklich, ja, ich weiß es nicht. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Entschuldigung übrigens für das Mikrofon klopfen. Also. So, dann will man da auf jeden Fall zurückgehen und dich nochmal mitnehmen. Und eigentlich würde ich dann hier ganz gerne ebenerdig sein. Das heißt, wir würden eigentlich hier die ganze Ecke hier wegmachen. So. Nächste Schaufel. Dann müssen meine Inventory-Tweaks. Muss ich sagen. Okay. So, du kommst hier rüber. Du kommst hier rüber. Du kommst hier rüber. Und du kommst hierher. Wunderbar. Okay. Dann würde ich hier ganz gerne noch ein paar Dinger reinsetzen, um die Lücken wieder aufzufüllen. So, können wir hier wieder schaufeln. Und wie gesagt, also für dieses Eck hier müssen wir ja wirklich keinen Schönheitspreis gewinnen. Weil es eben wirklich als Steinbruch gedacht ist. Es war natürlich doof, dass wir den direkt vor der Tür gemacht haben. Wobei ich gerade am Überlegen bin, wahrscheinlich machen wir den da hinten dann auch einfach zu. Und schütten den Spaß dann irgendwann da drüben wieder mit Erde auf. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dass wir quasi sagen, unser Steinbruch. Okay. Also gut, ich habe jetzt so wieder ein paar Ideen. Das heißt, wir würden quasi unseren Steinbruch in diese Richtung abtragen, erstmal und dann darüber. Genau, okay. Aber für den Anfang ist es erstmal in Ordnung. Hier war wieder ein Andy unterwegs, so wie das aussieht. Da drüben ist unsere coole Insel. Da hinten ist ein Schneebiom.
Und da oben schwebt irgendwas. Und hier haben wir wieder eine Kuhle. Okay. Gut. Wie auch immer. Diesen hässlichen Steinbruch, da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Weilchen nutzen, weil wir halt wieder Steine abbauen wollen. So, und ich sollte mir vielleicht mal wieder ein paar Kisten bauen. Weil wir jetzt einmal wirklich hier erstmal sagen, okay, wir tragen die Erde ab. So, und zwar von hier. Machen wir das wirklich eiskalt. Zack. Also, warte mal. So rum war das ja. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg. Du. Okay. Und hier geht's weiter. So. Und alles weg hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und zack. Okay. Und hier geht's dann wieder runter. So. Auch wieder runter. Wir brauchen eine neue Schaufel. Und hier geht es dann auch wieder einen runter. Und wieder neue Schaufel. Und dann geht es wieder einen runter. Und dann geht es wieder neue Schaufel. Und. Also nichts Besonderes, das Übliche halt. Wir legen einfach mal den blanken Stein frei, damit wir da schön abwursteln können. Und was die Viecher da alle in meinem Steinbruch wollen, habe ich auch noch nicht verstanden, aber okay. Wenn sie meinen, dass es ihnen gut geht dort, von mir aus. So. Wunderbar. Und dann brauchen wir eine neue Schaufel. Und dann ist die Erde auch schon bald wieder voll. So, gehen wir hier wieder rüber. Und sammeln da noch die Erde ein. Und dann muss ich, glaube ich, echt mal ein paar Kisten bauen. Sieht echt so aus. Gut, wir gehen mal wieder nach Hause, würden ein paar Kisten bauen, in die wir die Erde verschanzen. Wir können übrigens die Kisten jetzt auch hier irgendwo hinbauen. Dazu brauche ich aber jetzt auf jeden Fall erstmal eine Werkbank. So, und ich würde wirklich ganz gerne. Habe ich noch Holz? Es sieht nicht so aus. Nein, es sieht echt nicht so aus. Gut, da würde ich die Erde hier vielleicht erstmal hier rein tun. Das Leder vielleicht da. Apropos Leder. Okay, Rüstung habe ich da noch. Dann war das woanders. Diese Pflanzen, die würde ich vielleicht woanders hinpacken. Braune Wolle. So, wir haben hier noch Erde, die wäre da. Und dann würde ich sagen, müssen wir mal ein paar Bäume fällen gehen.
Und ich weiß schon, wo wir Bäume haben, die weg müssen. Okay, Bäume ist übertrieben. Und wie gesagt, ich weiß, ich bin so ein Umweltverschmutzer, aber die Lebensrealität ist, dass man sich am Anfang keine Gedanken um die Umwelt macht und man erst wirklich dann zu einem Umweltproblem wird, wenn man das Ökosystem überlastet. Sonst ist es nämlich der Umwelt ziemlich egal. Und wer mir das jetzt nicht glaubt, der muss sich einfach nur die Tiere und die Hunde und die sonst was angucken, die einfach überall hinkacken. So, ja, aber das doch, das ist genau das Gleiche. Das ist auch nur Umweltverschmutzung. Theoretisch würde das auch nichts machen, wenn du einfach überall hinpisst und kackst. Aber dadurch, dass wir eben 7 Milliarden auf diesem Planeten sind und wenn dann jeder von diesen 7 Milliarden überall einfach so hinkackt und hinsifft, dann ist die Welt ein Haufen Scheiße. Und nichts anderes. So, also. Das Problem ist also nicht unsere Umweltverschmutzung, das Problem ist die Menge der Menschen. Das Problem ist schon die Umweltverschmutzung, aber halt auch bedingt durch die Menge der Menschen. Wenn wir wesentlich weniger Menschen wären, dann wäre das alles weniger dramatisch. So, wie auch immer, der Baum hier kommt auch noch weg. Pam, pam, pam. Und dann können wir uns überlegen, ob wir irgendwo wieder ans Aufforsten denken. Jetzt erst einmal würde ich aber nach Hause gehen. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass du mich verfolgst. Und deswegen bin ich ganz fürchterlich schnell auf der Flucht. So, dann gäbe es da ein kleines Bettelchen und dann würde ich da mal ein bisschen betteln, dass ich doch bitte in einer Welt ohne Monstern aufwache. So, dann geht's auch schon wieder zu Hause, zurück zu Nachiduhodihem. So, und dann müsste ich eigentlich weg von. Was mache ich eigentlich hier? Also manchmal, ich wollte doch Kisten bauen, damit wir unsere Erde, die wir jetzt bekommen, schön verstauen können. So. Und das funktioniert dann erstmal so, dass wir uns da ein paar Dielen zusammen bohlen. So. Das war doof. Das war wirklich doof. Na komm schon. Sage mal. Also gerade habe ich's drauf, ey. Okay, also eine Kiste haben wir schon mal. So. Dann machen wir das alles nochmal zusammen und dann nehmen wir die nochmal komplett und dann sagen wir jetzt endlich mal richtig, so rum geht es nämlich. Fünf. So. Können wir dich nämlich wieder dahin knallen und dann können wir sagen, jupp, da drauf. Passt, 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 passt. Kisten können wir immer gebrauchen, deswegen ist es erstmal okay, dass wir so viele haben. Und wo setze ich die denn hin? Ich würde die eigentlich fast hier hinsetzen. Zack, 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 zack. Wunderbar, und dann kann man die ganze Erde da reinklatschen. Und das ganze andere. Nein. Das ganze andere Gezuppel, das wir da gerade haben und das ich nicht wirklich brauche. Will ich da vielleicht. Dich will ich auch eigentlich nicht. Eigentlich reicht's, wenn ich meine 29 Steaks dabei habe und der Spaß hier, der kann wirklich hier bleiben. Machen wir hier vielleicht so mal Lebensmittel. Das kann alles weg. Die würde ich eigentlich ganz gerne behalten. Obwohl. So rum vielleicht, hm? Und die Truhen würde ich vielleicht auch mal wegpacken.